Meine Damen und Herren, Sie haben ja eben schon gehört, dass Giovanni Di Lorenzo und ich uns schon ziemlich lange kennen. Wir werden deswegen auf die Charade verzichten und uns hier auf der Bühne so duzen, wie wir das im richtigen Leben auch tun. Aber die Vorschusslorbeeren eben waren doch nicht schlecht, oder? Du wirst von allen geliebt, naja, ich meine, von Männern. Wenn das jetzt eine Frau gewesen wäre hier, das war nah dran am Sexismus. Wir werden ja über alles Mögliche reden. Wir werden über dein Leben reden, deine Biografie, über deinen Beruf, natürlich auch über die Zeit und über Qualitätsjournalismus. Es soll ja sozusagen ein Porträt werden von Giovanni Di Lorenzo. Aber bevor wir richtig einsteigen, möchte ich eine Frage loswerden, die mich immer beschäftigt. Wird eigentlich die Zeit nur gekauft oder auch gelesen? Also, als ich bei der Zeit angefangen habe, hat mich wahnsinnig interessiert, für wen schreiben wir eigentlich? Insofern glaube ich, gibt es wenige Blätter, die so genau versucht haben herauszufinden, wer diese Leser tatsächlich sind. Wir haben uns auch einem besonders perfiden Befragungsinstrument ausgesetzt. Wir haben nämlich nicht die Leserinnen und Leser gefragt, was habt ihr gelesen? Weil in bester Absicht fangen die da an zu flunkern und sagen, nur Außenpolitik und die Leitartikel von Josef Joff und so. Sondern wir geben denen elektronische Stifte, das heißt, die müssen markieren, was sie gelesen haben. Und das ist ein fantastisches Instrument, weil du siehst da jede Stelle, bei der sie abbrechen. Und einem Autor, dem du zeigst, das war deine Verlaufskurve. Auweia. Am Anfang hattest du, ich meine, das sind Extremfälle, das ist nicht die Regel. Am Anfang hattest du 20%, am Schluss nur noch 2%. Oder wenn du nachweisen kannst, dass es Formate gibt, die eine Quote von 0,0 haben. Das vergisst kein Autor mehr in seinem ganzen Leben und versucht, glaube ich, diesen Zustand zu überwinden. Diesen Test haben wir ganz zu Beginn meiner Zeit gemacht und wiederholen ihn gerade. Und das Überraschende ist, die Lesezeit ist eine sehr hohe geblieben und besonders gelesen werden im Schnitt lange Stücke und nicht die kurzen. Es gibt Ausnahmen, das also absolute Hit bei der Zeit ist auf der Seite 1 ein 14-Zeiler, prominent ignoriert, und Harald Martenstein im Magazin. Klar. Aber ansonsten Dossiers, 3 Seiten Dossiers, haben eine Quote von im Durchschnitt 30%. Das ist ein enormer Wert. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Also, wir werden ja gleich noch mehr über die Zeit reden, aber deine Disziplinierungsmethoden gegenüber den Kollegen finde ich ja schon ein bisschen heftig. Warum? Weil ich finde schon, dass ich fühle mich der Zeittradition wirklich auch sehr verpflichtet und ich weiß, auf wessen Schultern wir da stehen. Ich habe vor 10 Jahren, als ich da begann, öffentlich in einem Gespräch mit Ted Sommer erklärt, ich führe alle Traditionen weiter, nur mit einer breche ich, dem Satz, wir machen das Blatt, was uns gefällt. Der Satz hat was Angenehmes, weil er zeigt an, wir sind nicht zynisch, also wir gehen nicht nach dem Prinzip vor, eine Milliarde Fliegen kann nicht irren. Aber in Reinkultur ist das die Aufforderung jeder Form von Autorenautismus. Und das finde ich als anderes Extrem zum Zynismus, also Fliegenzynismus, finde ich das ein ganz, ganz schlechtes Prinzip für eine Zeitung. Aber du wirst mir doch sicher zustimmen, dass es beides sein muss, dass Journalisten und Journalistinnen, die in einer Zeitung arbeiten, einerseits ihr Blatt machen sollen dürfen, aber gleichzeitig natürlich dabei die Leser immer im Blick haben müssen. Ja, aber dieser Satz ist so, dem könnte ich zustimmen, wie glaube ich jeder dem zustimmen könnte, aber da ist mir zu viel Dehnungspotenzial drin, ja. Es führt ja nicht dazu, dass ich sage, weißt du, eine Zeitung wie unsere oder wie die Süddeutsche ist immer die Summe, oder Spiegel, FAZ, Rundschau, ist immer die Summe von Einzelinteressen. Ich bin ja nicht für die Abschaffung einer Literaturrezension, nur weil Herr Grünbein nicht so wahnsinnig viele Leser hat. Gar nicht.
Aber wenn du siehst, dass aufgrund falscher Zeilen oder einer richtigen sprachlichen Klippe im Text dir deine eigenen Leser komplett wegbrechen, dann musst du das ernst nehmen. Dann kannst du doch nicht sagen, das zeichnet uns aus. Es gab früher ein geflügeltes Wort, bau in jeden wichtigen Artikel ein Wort ein, das garantiert keiner kennt. Das erst schafft ein gemeinschaftsstiftendes Erlebnis. Und diese Tests zeigen uns, weil dann geht man, damals gab es das noch, zum Brockhaus und schlägt nach, was heißt dieses Wort. Heute siehst du, das sind die Stellen, wo du die Hälfte deiner Leser mal verlierst, weil die Leute sind einfach sauer. Und dazu sagen, daraus ziehen wir nicht Konsequenzen, fände ich einfach nur anmaßend. Wir werden uns ja gleich noch ein bisschen über deinen Führungsstil unterhalten, aber ich würde gerne zuerst mal sozusagen zu dem kleinen Giovanni Der kommen. Ich ja auch in jeder Hinsicht bin. Genau, ja. Darüber werden wir auch noch reden, über unsere Körpergröße. Du bist ja in Stockholm geboren, in Italien aufgewachsen, später hast du dann in Hannover gelebt. Das klingt ja irgendwie so ganz nett. Würdest du sagen, dass du eine glückliche Kindheit hattest? Weinst du jetzt? Nee. ich glaube, also dass dieses Wechseln zwischen verschiedenen Ländern und Städten, was ich in der Tat häufig hatte, Schweden, Deutschland, Italien, in Italien dann noch mehrere Wechsel, das hatte eine spannende und aufregende Seite, deren Vorteile einem erst später im Leben bewusst werden. Kinder wollen, glaube ich, im Prinzip immer so sein wie die anderen. Und das ist mir auf diese Weise nie gelungen, weil immer, wenn ich mich irgendwo zu Hause fühlte, ging es wieder weg. So, und dann haben sich meine Eltern getrennt und wir wurden sozusagen von Rom verfrachtet nach Hannover. Und wenn ich da sage, das war eine glückliche Zeit, glaube ich, wäre ich nicht ganz normal. Es war einfach furchtbar. Aber das lag jetzt nicht nur in Hannover, das muss ich dazu sagen. Ja. Zur Ehrenrettung von Hannover. Wir teilen ja die Erfahrung, dass wir als Kind in ein neues Land gekommen sind, obwohl du ja zweisprachig aufgewachsen bist, genauso wie ich auch. Es gab also nicht die Sprachbarriere und trotzdem erinnere ich mich sehr gut, ich war jünger als du, du bist mit 11 nach Deutschland gekommen, ich mit 5 Jahren. Ich habe mich schon sehr fremd gefühlt. Total. Hast du denn heute irgendwo das Gefühl, das ist meine Heimat? Ist es Italien? Nee. Also dieses Fremdsein speist sich auch aus der Fähigkeit, mit der Sprache umzugehen. Also ich hatte natürlich Deutschkenntnisse, aber wenn du in Italien zur Schule gegangen bist, zu Hause nur noch Italienisch gesprochen wird, mit deinen Freunden nur Italienisch und Deutsch die Sprache bleibt sozusagen deiner deutschen Verwandten, dann war dieses Deutsch nicht besonders flüssig. Und, hast du es aber gut gelernt? Ich habe es gelernt, aber es war, erstmal gibt es dir ein Gefühl von Ohnmacht, wenn du sozusagen relativ differenzierte Dinge, die dir durch den Kopf gehen, nicht so richtig rüberbringen kannst. Also das war ein Handicap und behalten habe ich, für mich ist es ein Horror, in einer anderen Sprache zu sprechen als Deutsch oder Italienisch, weil da kommt dieses Ohnmachtgefühl total wieder hoch. Ja? Also es fehlt was. Ich glaube auch nicht, dass du perfekt zweisprachig sein kannst. Meine Erfahrung ist es nicht. Eine Sprache dominiert. Ich könnte auf Italienisch so sprechen, dass du nichts merkst. Sobald ich schreiben müsste, würdest du es sehr merken. Da bin ich irgendwie der Fünftklässler geblieben mit ein paar komplizierten Worten mehr. Fühle ich mich Italiener oder Deutscher? Die Frage habe ich in der Tat schon oft gestellt bekommen. Das ist ein unterschiedliches Verhältnis. Also ich glaube, dass das Verhältnis zu Italien ein leidenschaftlicheres ist, weswegen ich mich über Italien auch viel mehr aufregen kann. Ich muss sagen, die letzten 20 Jahre unter Berlusconi habe ich mich dann fast nur noch aufgeregt, was auch nicht gut ist. Zu Deutschland ist es ein rationaleres Verhältnis und dafür ein stabileres, ich würde sagen, inzwischen auch ein besseres. Und es ist eigentlich wie der Unterschied zwischen einer wilden Liebschaft und einer guten Ehe. Ich weiß nicht, was du bevorzugst. Beides, abwechselnd.
Barbara. Du hast es ja eben schon angedeutet, spätestens seitdem du nach Hannover gekommen bist und sich deine Eltern getrennt haben, warst du offenbar nicht ganz so glücklich und hattest ja auch in der Schule nicht so wirklich Glück. Also würdest du sagen, du warst mal ein Schulversager? Also auf jeden Fall ein schwieriges Kind, würde man heute sagen. Ja? Also ich habe, glaube ich, wenig ausgelassen, so als ich in die Pubertät kam und der Schulleiter, am ersten Gymnasium, an dem ich war, hat meiner Mutter mal ins Gesicht gesagt, ihr Kind hat alle Anlagen für eine kriminelle Karriere. Das war so ein mittelnetter Satz. Und dann war da eine unglaublich, ich glaube schon vorurteilsbehaftete Haltung, die sich auch daraus speiste, dass da jemand sitzt, der eben keinen deutschen Namen hatte. Ich war mit meinem Bruder zusammen der einzige Ausländer in der Schule. Und alles, was heute selbstverständlich ist, war damals eben überhaupt nicht selbstverständlich. Und jede Differenz wurde gleichgebracht auf diese andere Nationalität. Und dann nützte dir auch die deutsche Mutter gar nichts. So wie in Italien mir auch der italienische Vater wenig genutzt hat. Da kam immer, also wir hießen in Italien immer die Tedeschini, also die kleinen Deutschen, wegen meiner Mutter. Aber in Italien war es dann nicht so aggressiv im Zweifelsfall. Inzwischen leben wir in einem anderen Land und ich lebe viel lieber in diesem Land natürlich jetzt, als in dem, das ich kennengelernt habe, Anfang der 70er Jahre in Hannover, wo ich gefragt wurde, ernsthaft am humanistischen Gymnasium gefragt wurde, ob es in Rom auch richtige Häuser gäbe. aber so, es gibt eben auch Extreme heute, also die sprachlichen Verrenkungen, die man machen muss, um nicht Ausländer zu sagen, finde ich furchtbar. Was würdest du am liebsten sagen? Ausländer oder jemand, der aus einem anderen Land kommt. Ich finde, daran ist an sich erstmal nichts Diskriminierendes. Es ist der Ton und die Absicht, die damit verbunden wird. Und wenn sich jemand beleidigt dadurch fühlt, dann nehme ich darauf Rücksicht, aber dieses sprachliche Abschmirgeln, wenn jemand böse drauf ist, merkst du auch, dass er böse ist, wenn er ganz korrekt sagt, du bist also ein Mensch mit Migrationshintergrund. Du warst ja dann eine ganze Zeit in Hannover, dein Schulleiter hat dir eine kriminelle Karriere vorausgesagt. Würdest du denn sagen, du hast zumindest ein Hauch krimineller Energie und wenn ja, wo ist die dann hingeflossen? Also würde ich jetzt irgendwie nicht auf spontan mit Ja beantworten wollen. Insofern kann ich auch leider nicht beantworten, wo die geblieben ist. Ich hatte sie auch damals. Ich war halt einfach sehr lebhaft, sehr rebellisch, auf Widerspruch gebürstet und eigentlich war das ein Armutszeugnis der damaligen Pädagogen. Das können sich Jüngere überhaupt nicht mehr vorstellen, was wir da für grässliche Menschen noch hatten. Also wir hatten Leute, die haben halt erzählt vor der Klasse, dass sie irgendwie einen Panzerfaust könnten sie heute immer noch benutzen. Ja, das sind Leute, die da mit schwierigen Kindern, die auch das ganze Rebellische war natürlich neben anderem ja auch ein Hilfeschrei. Mir geht's nicht gut, setz dich mit mir auseinander. Und auch da würde ich sagen, haben sich die Lehrer heute verbessert. Manchmal hat man ja heute den Eindruck, dass die Lehrer mindestens genauso leiden als die Kinder. Ich weiß nicht, ob das eine Form von Gerechtigkeit ist. Also es gibt Lehrer, die bestimmt leiden, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, ich habe einen schönen Beruf und ich kenne sehr viele glückliche Schüler, die sagen, wie schön, dass ich auf diese Schule gehe. Also mit dem Leiden übertreiben wir es hier. Also der Fokus auf Leiden ist hier ein extrem starker und da hilft dann schon, glaube ich, manchmal der Blick über die Grenzen. Das werden wir sicherlich auch gleich tun, wenn wir uns über Medien unterhalten. Wie bist du denn damals aus Hannover rausgekommen? Wie hast du dich freigestrampelt? Wer hat dir dabei geholfen? Mir hat geholfen, dass ich wirklich im Alter von 19 Jahren bei einem Schülerpraktikum, kurz vorm Abitur, eine Woche, zwei Wochen verbringen durfte bei einer Boulevardzeitung in Hannover.
Und da lernte ich einen Menschen kennen. Er erschien mir damals ein reifer, älterer Mann, 31 Jahre alt. Und der nahm mich unter seine Fittiche, ließ mich am zweiten Tag einen Artikel schreiben und an dem Abend, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gewusst, das ist mein Beruf. Also ich habe nie damit gerechnet, es war wie eine Berufung. Und das ist mir Mahnung geblieben, jetzt in den ganzen Jahrzehnten, die darauf folgten, und wird es immer bleiben, wenn du jemanden siehst, an den du glaubst oder wo du denkst, da ist eine Neigung, ein Talent, dann hilf ihm nach Kräften. Ich hätte in Hannover ohne Beziehungen, ich hatte nicht mal eine eigene Schreibmaschine, die habe ich mir immer beim Freund ausgeliehen, hätte ich keine Chance gehabt. Also ich meine, so ein Erweckungserlebnis ist ja schon sehr speziell. Woran hast du denn davor gedacht, wenn du an eine berufliche Zukunft gedacht hast? Ich wollte Psychoanalytiker werden oder Manager. Ich war nicht ganz entschieden. Auch nicht schlecht. Ich meine, hast du heute noch den Hang dazu, Leute zu therapieren? Journalistisch? Naja, ich meine, wenn du dich dem zu sehr hingibst, da kommst du nie mehr raus aus der Kiste. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie einen Laden führt, sollte sich ein bisschen mit Psychologie auskennen. Ich komme ja auch aus so einer Psychologenfamilie. Und sag mal, als du dieses, ich nenne es mal Erweckungserlebnis, und ich meine das wirklich ganz positiv, als du dieses Erweckungserlebnis zum Journalismus hin hattest, warst du damals eigentlich schon politisch? Sehr. Sehr, sehr. Also die Politik hat mich immer wahnsinnig interessiert. Ich war auch politisch aktiv in allen Schülergruppen. Ich war Schülersprecher, Schulsprecher, Stadtschülersprecher. Also das hat mich wahnsinnig interessiert und hatte da auch noch zwei Bühnen. Also ich hatte Hannover und dann für die ganz harten Aufmärsche Rom. Das ist in den 70er Jahren ja eigentlich ein Kampfplatz war. Ja? Also das war ja eine unfassbare Vielfalt von radikalen Gruppen aller Art. Und insofern, ja, ich habe mich sehr für Politik interessiert, mein ganzes Leben lang. Und hattest du damals schon das Gefühl, wenn ich Journalismus machen will, dann kann ich damit auch meine politischen Ziele verfolgen? Kann ich jedenfalls was verändern. Dieser Größenwahn war da. Ich hatte allerdings am Anfang keine Gelegenheit, Politik zu machen über den Journalismus, weil mein Einfallstor war, das war mein erstes Ressort bei diesem Praktikum, Kultur, Fernsehen, Unterhaltung, von allen drei Dingen verstand ich nichts. Und da musste ich mich dann zurechtfinden, erstmal, jahrelang. Und wenn du, an deine Anfänge im Journalismus denkst, also Schwierigkeiten erstmal in der Schule, dann aber doch ehrgeizige Berufspläne. Warst du damals schon ein ehrgeiziger Mann? Ich meine, heute würde jeder sagen, Giovanni ist doch super ehrgeizig. Nee, habe ich erst diese Seite an mir, dass ich was machen wollte, habe ich erst entdeckt, als ich dann von dieser Schule mit dem netten Schulleiter wechselte auf eine andere Schule, die das totale andere Extrem verkörperte, also wirklich Summerhill in Hannover, in der praktisch alles erlaubt war. Und an der Schule, auch eine sehr linke Schule, bin ich deutlich konservativer geworden, ich gebe es zu. Und ich habe natürlich auch, das ist jetzt schwer, das zu generalisieren, aber meine Beobachtung ist, dass Leute, die eine sehr große Erfahrung gemacht haben von Ohnmacht, eine sehr existenzielle Erfahrung von Ohnmacht, so wie ich es empfunden habe, als ich plötzlich komplett entwurzelt in Hannover da hing, dass die oft einen besonderen Ehrgeiz entwickeln, da jedenfalls rauszukommen aus der Situation. Das heißt, dein beruflicher Ehrgeiz hatte auch unmittelbar etwas mit Diskriminierungserfahrung zu tun. Diskriminierung klingt so, ist mir zu sehr Schublade. Ich hatte ja dann auch andere Leute, auch Lehrer, die nett waren und viele Freunde und so. Also ich wäre ja sonst auch nicht so schnell auch Schülersprecher geworden, all diese Dinge. Ich glaube, es ist mehr die Erfahrung von Ohnmacht. Du
Du hast keine Familie, es ist nicht deine Stadt, es ist zunächst einmal auch nicht deine Sprache, es ist nicht dein Land, es ist nicht dein Klima, es ist alles fremd. Was machst du denn da, um irgendwie wahrgenommen zu werden? Und ich habe irgendwann mal angefangen, mich einfach auf den Hosenboden zu setzen. Ich meine, du nicht? Also warst du nicht fleißig? Na klar. Ja. Na klar. Also Klassensprecherin, Ähnliches, immer verantwortlich für die Gruppen, in denen ich mich jeweils bewegt habe. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Konsequenz daraus. Sie muss es allerdings nicht sein. Mein älterer Bruder, der sich sehr viel einfacher integriert hat in Aachen, wo wir hingezogen sind, der hat diesen Ehrgeiz in der Form nie als eine Form von Kompensation entwickelt. Ich durchaus schon, würde ich sagen. Mhm. Ja. Eine andere Art von Kompensation ist ja, wir beide sind ja nun nicht besonders groß, ne? Mhm. Ich meine, gewachsen sind wir nicht besonders groß. Leidest du eigentlich darunter? Weil bei Männern ist es ja manchmal durchaus schwierig, wenn sie nicht besonders groß sind. Und auch da fängt man ja manchmal dann an zu kompensieren, indem man in der einen oder anderen Form auf sich aufmerksam macht. Also ich, neben vielen Dingen, über die ich mich freue, gibt es noch genug Dinge, an denen ich leide. Gott sei Dank war die Körpergröße nie ein Motiv des Leidens. Es ist auch so sinnlos, an der eigenen Körpergröße zu leiden. Was willst du daran ändern? Es gibt Leute, aber, die lassen sich irgendwie hier das Schienbein aufsäbeln. Wirklich? Ehrlich? Und dann ein Stück Knochen. Oder mit an den Schuhen setzen. Was machen. Also vor dieser Versuchung war ich immer gefeit. Jetzt aber, wo du sagst... Fängst du an zu leiden. Fällt mir jemand ein, fallen mir durchaus Kollegen ein. Erzähl. Die ich dann nicht so easy erlebt habe. Also ich war mal mit Stefan Aust und Henrik Bruder bei einer Veranstaltung hier in Berlin. Und da hatten wir Pech, weil die Bühne war niedrig und vor uns standen relativ viele Leute. Also wir waren nicht gut platziert. Und da habe ich einfach gesagt, hör mal, es ist doch eigentlich ein Riesenvorteil, wenn man klein ist, dann kann man durch die Beine der Zuschauer aufs Podium gucken. Ich sage, so Henrik und Stefan haben nicht so richtig gelacht, aber vielleicht war der Witz auch nicht gut. Ich finde, es ist ein ausgezeichneter Witz, vor allen Dingen, wenn man sich die Körpergröße dieser Herren anguckt. Ich meine, die überragst du natürlich mindestens um einen. Jetzt komm, also die paar Zentimeter. Noch einen kleinen Moment, bevor wir uns dem Journalismus widmen. Bleiben wir noch ein bisschen in deinem Leben, machen aber mal einen Sprung. Mhm. Du bist ja inzwischen Vater. Du bist ein ziemlich später Vater. Empfindest du das eigentlich eher als ein Handicap oder ist es eigentlich toll, weil viele Sachen, die man möglicherweise falsch machen kann, wenn man relativ junge Kinder bekommt, dass du das Gefühl hast, die machst du nicht mehr oder ist es so, dass man Kinder dann als einen noch größeren Segen begreift? Also das Letztere ist auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, ist es für alle Seiten wahrscheinlich schöner und besser. Man kriegt die Kinder, so wie hier mein Freund Christoph Fischer, wenn man relativ jung ist. Also insofern ist es kein Verdienst, wenn man sie später kriegt. Ich für mein Leben muss ich sagen, ich war... wäre früher nicht richtig reif gewesen, um ein einigermaßen passabler Vater zu sein. Was hätte dir gefehlt? Ich glaube, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ja. Und wie ist deine Tochter? Die ich meine, ist, du kannst ich meine, soll ich jetzt sagen, die ist doof? Also ja. Die hat jedenfalls alle... Nein, aber ist sie eher wie du? Ist sie ein kleiner Giovanni in weiblich? Die ist jedenfalls hier. Alle italienischen Gene, die ich nicht habe, hat dieses Kind. Insofern, glaube ich, wird sie uns noch viel Freude machen, die nächsten Jahre. Und will von... Also das ist zum Beispiel blöd, weil das wird sie mir bestimmt vorwerfen. Sie will nicht italienisch mit mir reden. Ja? Also auch wieder dieser Konformismus. Wieso? Tut dann auch so, als ob sie es nicht versteht, obwohl sie es, glaube ich, toll versteht. Nur wenn sie mit dem Kindermädchen alleine ist, abends, weil wir weg sind, und sie soll ins Bett gehen früh. Da sagt sie dann,
Vielleicht weißt du nicht, dass ich ein italienisches Mädchen bin. Dann sagt die, hör mal, was heißt ihr italienisches Mädchen? Ich meine, dein Vater ist ein halber Italiener, deine Mutter ist eine Deutsche, wo bist du Italiener? Da sagt sie, nein, ich bin eine hundertprozentige Italienerin. Und italienische Kinder um aufzubleiben, genau. Und, aber sonst ist es sehr einseitig. Wenn überhaupt ich mit ihr Italienisch spreche, was nicht leider auch viel zu selten passiert, die Antworten kommen immer auf Deutsch. Aber wenn es denn so ein großes Glück ist, egal in welcher Zeit man Vater wird, du wirst ja nicht behaupten können, dass du sehr viel Zeit für die Familie hast, oder? Ich bin nicht deine Assistentin, aber ich kann mir deinen Terminkalender so ungefähr vorstellen. Ja, aber es, natürlich läufst du da auch wie jeder, der viel arbeitet, permanent mit dem Gefühl darum, du machst zu wenig und bist zu wenig da. Und trotzdem, ich glaube, es ist ganz okay. Fragen wir mal also deine Tochter. Hoffnung, dass es ganz okay ist. Lass uns mal über deine berufliche Laufbahn reden. Du hast ja eben schon gesagt, du wolltest eigentlich nie Journalismus machen und dann kam dieses Erweckungserlebnis. Jenseits des Politischen, was hat dich denn am Journalismus gereizt? Naja, dieses Eintauchen, ich finde das nach wie vor, ist ein ganz wunderbarer Beruf, deshalb verwundert mich manchmal die schlechte Laune, die wir verströmen, ja, untereinander und wenn wir Projekte des anderen beschreiben müssen. Das ist ja fast immer begleitet von so einem ganz missgünstigen und nicht besonders angenehmen Ton. Das ist diese wunderbare Chance, sich in Realitäten fallen zu lassen, eintauchen zu dürfen, die für andere Menschen komplett außen vor bleiben, das ganze Leben. Wir können uns mit einem Despoten auseinandersetzen, wir können uns mit Arbeitswelten auseinandersetzen, wir können uns eine Reportage über Wochen beim Spiegel oder bei der Zeit oder beim Stern die Möglichkeit dazu hat, mit einem Boxer auseinandersetzen, wie mit einem hochkomplizierten Wissenschaftler. Das ist was ganz Wunderbares und wir haben große Erlebnisse von Wirksamkeit. Wir können Themen setzen, wir können Prozesse in Gang setzen, wir können Anregungen bieten, die gesellschaftlich was verändern und das ist doch was Tolles. Außerdem ist es, also um ein berühmtes Wort zu bemühen, des früheren Europakorrespondenten der New York Times, der hieß P.W. Apple, wenn ich mich richtig erinnere, der mal gesagt hat, Journalismus ist für die Mittelschicht das, was für die Unterschicht das Boxen ist. Also eine unglaubliche Chance, sehr schnell es auch in die obersten Etagen zu schaffen. Im Moment erleben wir ja gerade, dass sehr viele junge Leute, die gesagt haben, ich will irgendwas mit Medien machen, dann träumten sie in der Regel ja weniger vom Printjournalismus, sondern sie träumten eher von deinem Zweitjob, nämlich Moderator im Fernsehen zu sein. Im Moment bröckelt das. Wir werden ja gleich noch genauer auf die Situation in unserer Branche eingehen. Weißt du was weil du gerade sagst, was in einem Job auch toll ist, es ist nach wie vor ein Begabungsberuf. Das bezweifle ich. Das habe ich gelesen, dass du das mehrfach sagst und ich glaube es nicht. Ich finde, es ist 80% Handwerk, oder? Also nein. Also jedenfalls ist es kein Beruf, wo dir Beziehungen über ein Praktikum hinaus helfen. Das ist schon mal das eine. Das stimmt. Das Zweite ist, ich glaube, dass natürlich bei jedem von uns ist ganz viel Handwerk und vor allem noch eine, um was ein sehr altmodisches Wort zu bemühen, sehr viel Fleiß. Aber der Unterschied ist dann schon das Talent. Und ich habe mein ganzes Leben bei Bewerbungen nie drauf geschaut, was jemand für einen Abschluss hat oder was er für Universitäten besucht hat. Ich schaue mir die Textproben an. Und das ist Begabung. Das heißt, weil du kannst, ich glaube, dass du jemanden, der ein Talent hast, noch sehr viel Handwerk beibringen kannst. Aber jemand, der nur Handwerk hat und keine Begabung, kannst du Begabung schlecht beibringen. Also insofern, glaube ich, hat dieser Beruf noch wirklich was Demokratisches und was sehr Offenes. Es gibt dir unabhängig von deiner Herkunft eine Chance.
So hast du das ja eigentlich auch erlebt, dass du verschiedene... Ja, aber auch da bitte keine falschen Mythen. Ich kam nicht aus... Mein Vater war nicht der VW-Arbeiter in Wolfsburg, der mich abends geschlagen hat. Und die einzige Zeitung, die ich in meinem Leben gesehen habe, war die rosafarbene Gazzetta dello Sport. So war das nicht. Also da gibt es Leute, die noch ganz andere Sachen geschafft haben. Wenn du sagst, du guckst auf Textproben, wenn ich dir jetzt, ich arbeite ja schon seit einigen Jahren an einem Studiengang Kulturjournalismus hier in Berlin an der Universität der Künste, und wenn ich dir jetzt 2, 3 meiner begabtesten Studierenden schicken würde, wenn sie eine Chance bei der Zeit haben sollen, was müssen sie dann mitbringen? Gut schreiben. Also wenn ich, also jedenfalls, dass ich erkenne, also auch da ist viel Handwerk, du musst Dinge lernen, aber wenn ich merke, es ist von einer bestürzenden, drögen Art, woran soll ich denn erkennen, dass er für diesen Beruf geeignet ist? Der mag ein fantastischer Fachmann sein. Und natürlich, wenn ich einen Korrespondenten für Südamerika suchen würde, dann wäre es mir schon wichtig, dass der Spanisch kann. Aber ich glaube, du kannst selbst jemanden sogar noch Spanisch im fortgeschrittenen Alter beibringen. Wenn er, das ist so wie, wenn du nicht musikalisch bist, kannst du kein Cello spielen. Also kannst du dich abmühen mit dem Ding, aber ein großer Cellist wirst du nicht. Also du vielleicht, ich nicht. Ich würde auch keine gute Cellistin. Du sprichst davon, dass gute Journalisten für ihren Beruf brennen müssen, so verstehe ich dich. Wie für jeden anderen Beruf auch, ja. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, man kann keinen Beruf richtig gut machen, wenn man nicht für ihn brennt. Und trotzdem glaube ich, dass es da halt unterschiedliche Formen des Brennens gibt. Also ein Rechercheur zum Beispiel, der exzellent ist und wie gut oder wie wichtig gute Recherche ist, das erleben wir ja zunehmend, der muss nicht gut schreiben können, oder? Geschenkt, klar. Es hilft aber auch, wenn ein guter Rechercheur schreiben kann. Also das schließt sich nicht aus. Nein, natürlich nicht. Aber natürlich gibt es in vielen Redaktionen auch Leute, wo wir wissen, die sind 1A, wenn du sie dran setzt und die recherchieren, die lassen den Knochen nicht mehr los und die werden geschätzt und zu Recht geachtet. Und trotzdem, ich weiß so, ich setze ja selten eine Stellenanzeige, in der steht, suche einen Rechercheur, sondern ich sage einen Redakteur und da glaube ich, das Schreiben können, was unglaublich Wichtiges ist, auch wenn wir uns absetzen wollen von vielen anderen Dingen, die uns heute Konkurrenz machen. Mhm. Du bist ja zweifellos ein sehr erfolgreicher Journalist und zwar ja auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl als Moderator im Fernsehen, dann natürlich in deinen Chefredaktions, früher in deinen Redaktionsjobs. Hältst du dich auch für einen guten Journalisten? Also wenn ich jetzt Ja sage, dann klingt das irgendwie... eitel, wenn ich Nein sage, vielleicht ein bisschen verlogen, schwer zu sagen. Ja? Wenn du mir sagst, was du jetzt unter guten Journalisten verstehst. Genau, das wollte ich von dir hören. Also sozusagen deine eigenen Kriterien, an denen du dich misst und weswegen du dann ohne jede Eitelkeit auch sagen kannst, na klar bin ich ein guter Journalist. Also, dass ich eine gewisse Neigung zum Beruf habe und das eine oder andere kann, ja, das... ich meine, sonst müsste ich morgens da liegen bleiben zu Hause und gar nicht erst in die Redaktion fahren. Ja? Also jetzt sagen wir mal, zu meinen Gunsten würde ich sagen, Minimum davon schon. So. Aber jenseits des Brennens, des Gutschreibenkönnens, was ist es? Das ist, also ich ist würde, es das würde, würde, würde einen guten Journalisten auch... so ausmachen. Kommt drauf an, für was. Ich bin ja jetzt nicht der Leiter des Kulturressorts. Aber sagen wir mal, wenn ich sage, ist vielleicht die Fähigkeit zu sehen, in einem Thema, das alle vor Augen haben, was das Besondere ist. Das, glaube ich, macht, unabhängig jetzt auch von meiner Person, das Besondere aus. Ich habe ja mich beworben, Anfang der 80er Jahre bei der Deutschen Journalistenschule.
Und da habe ich ein sehr kompliziertes und auch angsteinflößendes Bewerbungsverfahren durchlaufen. Also 2000 Bewerber und dann, ich weiß nicht, wie viele dann bei der Prüfung, wurden dann geladen nach München, 40 und ich weiß nicht, 22 wurden genommen. Und wenn du dann nach der schriftlichen Prüfung vorgelassen wurdest zu der Unterredung, diesem großen Journalisten, da war eine Sekretärin an der Tür, die dir sagte, wenn Sie jetzt stottern, brauchen Sie gar nicht erst reinzugehen. Also es war schon aufgeladen, das Ding. Und da, an diesen zwei Tagen, wo ich das Ambiente gesehen habe, habe ich gemerkt, die sind alle gut. Was willst du da? Und dann habe ich mich entschieden, diese Schule, ich bin genommen worden und bin nicht hingegangen dann zu der Schule, habe da abgesagt, weil ich gesagt habe, ich konzentriere mich auf etwas anderes. Ich habe eine Geschichte am Wickel und das mache ich jetzt ein Jahr lang, konzentriere ich mich nur auf diese Geschichte. Und das wird, wenn es gut geht, wenn es schlecht geht, habe ich wirklich eine Arschkarte gezogen. Und wenn es aber gut wird, dann ist das mein Distinktionsmerkmal. Mhm. Und da habe ich einfach großes Glück gehabt, weil diese Geschichte erschien als Dossier, rate mal wo, bei der Zeit. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und bei der Journalistenschule war meine Angst, ich gehe da in dieser Klasse von Alleskönnern einfach unter. Naja, wenn man sich nicht nur die Bewerbungsverfahren ansieht, sondern eben auch, was Journalisten, Schüler heute alles erfüllen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, nachher übernommen zu werden in den jeweiligen Verlagen, dann ist sozusagen die Angleichung an den Markt, also die Fragen, was will der Markt und kann ich das erfüllen, was der Markt von mir fordert, ist natürlich schon ein extremes Kriterium. Hast du früher an den Markt gedacht? Natürlich nie, so wie bei den Sendungen früher Quoten etwas war, was überhaupt ein Fremdwort war. Aber ich würde dir auch da widersprechen. Ich empfinde die jungen Kollegen, die jetzt von den Journalistenschulen zu uns kommen, nicht als geknechtete Seelen, die von morgens bis abends, sondern die haben immer noch fantastische Bedingungen und auch Chancen und Optionen. Und eine große Ausnahme würde ich machen, bei was inzwischen in vielen Lokalzeitungen los ist. Das geht auf keine Kuhhaut. Da zu sagen, von einem Traumberuf, das finde ich kühn. Aber die bei uns die Hospitanzen machen, da würde ich immer noch sagen, schau dir mal an, wie Alternativen aussehen. Wenn du, ich sage gar nicht Kassiererin, ich komme jetzt gar nicht mit diesem pathetischen Argument, aber sage nur, versuch mal als Mediziner. Oder als junger Anwalt, da finde ich, haben die schon ein sehr reizvolles Arbeitsfeld vor sich. Ja, zumindest weil die Ausbildung in den meisten Journalistenschulen, aber eben auch zum Beispiel an unserem Studiengang, der sehr praxisorientiert ist, ja tatsächlich für den Beruf befähigt und wir würden uns wünschen, dass sehr viel mehr Leute Und die Ausbildungen sind sehr gut, also was die Gruder und Jahr da macht, das ist schon toll und natürlich präparieren die auch die Leute und sagen, wie machst du eine digitale Recherche und so, das sind aber tolle Projekte. Das wäre zu meiner Zeit auch gelehrt worden, wenn es damals schon gegeben hätte. Du hast ja letzte Woche, da waren wir ja zusammen beim Nannenpreis in Hamburg, da hast du ja einen kleinen Skandal verursacht. Warum? Erinnerst du dich nicht, als es Buhrufe und Pfiffe gab? Natürlich nicht für dich, sondern ich will Ihnen die Geschichte kurz erzählen. Ein Team vom Spiegel hat den Preis bekommen für investigativen Journalismus. Giovanni hat die Laudatio gehalten. Ach so, ja, und ja, ja. Dann erschienen erstmal 5 Männer auf der Bühne und Giovanni bat die restlichen des Teams auf die Bühne. Dann kamen weitere 5 Männer auf die Bühne. Und eine Frau. Laura Poitras. Ja, aber die war ja eher sozusagen am Rande, weil die hat ja eher die Verbindung. Die ist nicht Spiegelmitglied, genau. Ganz genau. Mhm. Sie hat ja eher die Verbindung hergestellt zu dem Recherchematerial. Jedenfalls Giovanni in seiner unnachahmlich freundlichen Art fragte dann die Herren, ob es denn nicht etwas merkwürdig sei, dass sie da zu 10 Männern stünden. Und daraufhin sagte der Kollege vom Spiegel, ja, wissen Sie,
das, was wir da machen bei der Investigation, das ist so hart und so anstrengend und kostet so viel Kraft. Daraufhin brach dann besagte Buhrufe und Gelächter und Pfiffe aus. Aber man muss sagen, dass dieser Kollege dann auch die Kurve noch gekriegt hat, also wurde etwas bleich und sagte dann, also es ist ein so harter Beruf, muss man so, dass man so an die Grenzen kommt, dass es Frauen natürlich genauso gut können. Also er hat da, war so eine kühne Wende. Ja. Aber sagen wir mal, also es ist eine Frage, die mich interessiert hat, auch weil das, wenn unsere Leute da aufmarschieren würden, von Zeit und Zeit Online, sehe es auch nicht sehr anders aus, bis auf die Tatsache, dass die stellvertretende Ressortchefin ist eine Frau. Aber ansonsten sind das überwiegend Männer und das spiegelt überhaupt nicht die Realitäten wider, die wir zum Beispiel in unseren Redaktionen heute haben, die nahezu paritätisch besetzt sind. Aber also ihr seid fast paritätisch besetzt. Wie viele Frauen habt ihr in Führungspositionen? Über 40%. Das ist gut. Das haben wir aber auch sehr forciert. Also als dieser, ich war immer, muss ich das wirklich zu meiner... Lob dich einfach mal. Zu meiner Schande gestehen. oder einfach um versuchen, im Versuch ehrlich zu bleiben. Ich war ein Gegner der Quote. Und habe dann aber gemerkt, wenn wir uns diesen Druck nicht machen, werden wir dann nie was verändern. Nie. Und als dieser Aufruf dann kam von Pro Quote, habe ich dann in einem Leitartikel geschrieben, wir machen das. Also 5 Jahre auf 30%, was jetzt auch nicht so eine irrsinnige Forderung ist. Wir sind ja kein DAX-Unternehmen. Ja? Jetzt nach 2 Jahren haben wir schon über 40%. Knapp über 40% und die Zeit hat daran nicht gelitten. Das ist das Interessante. Das hättest du erwartet, als du gegen die Quote warst. Natürlich, der Untergang. Du hast den Untergang der Zeit vorausgesagt. Nein, ich habe einfach, weil ich so sehr daran glaube, dass es eben dass es wichtig ist, dass Begabung das ausschlaggebende Kriterium ist, das finde ich heute auch noch wichtig, da habe ich gedacht, das ist blöd, wenn wir das quotieren. Für die eine wie für die andere Seite. Und trotzdem habe ich gemerkt, die Strukturen sind so, wenn ich das nicht auslobe, dann wird dann nichts passieren. Es freut mich ja, dass du eben Pro Quote erwähnt hast, der einzige Verein, in dem ich auch organisiert bin, dass auch Pro Quote es offenbar geschafft hat, zumindest ein Stück Umdenken hinzukriegen. Denn ich meine, niemand liebt die Quote ist eine Krücke. Und sobald wir genügend Frauen in allen Positionen haben, wobei ich ja finde, 30% ist einfach zu wenig, letztlich müssen es natürlich 50 sein, dann brauchen wir auch keine Quote mehr. Aber 40%, das klingt wirklich viel, denn im Vergleich, einige von Ihnen wissen das ja vielleicht, bei den rund 360 Tages- und Wochenzeitungstiteln in dieser Republik gibt es nach wie vor gut 2% Frauen in Chefinnenposition. Hast du dafür eine Erklärung, warum das im Print, also in anderen Medien ist es ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Warum ist das im Print so besonders schlimm? Besonders patriarchal? Nee, ich glaube, da ist keine, es waren nicht die Räume da, damit eine Kultur entstehen kann, dass Frauen sagen, ich will da auch was werden. Meinst du, die Frauen wollten das nicht? Ich glaube, das ist auch das gehört zu einer Realität, die man aussprechen muss. Es gibt auch begabte Frauen, die sich das nicht antun. Das ist einfach wahr und es darf nur nicht als Argument herhalten, um zu sagen, deshalb sollen die bitte alle so unterrepräsentiert bleiben. Ja? Aber dass es diese Realität gibt, ja. Und ich merke jetzt, wo es mehr Frauen sind, dass die sich auch untereinander vernetzen, organisieren, dass plötzlich, was ich überhaupt nicht kannte, Frauen kommen und sagen, ich möchte Ihnen sagen, ich möchte gerne Ressortleiterin werden in ein paar Jahren. Das habe ich bis dahin nur von Männern gehört. Ich meine, diese Erfahrung... Also das meine ich mit Kultur. Ja. Es gibt auch eine Kultur des, ich will aber Führungskraft werden. Und das war, glaube ich, eher so als Gnadenerweis dann so vorher gegeben. Dann hatten wir, glaube ich, bei der Zeit noch ein Spezifikum, dass... ich glaube, mit der Gräfin Dönhoff, die eine sehr starke Rolle praktisch, wozu braucht man da noch Frauen? Das war, glaube ich, so ein bisschen wie...
Die Gräfin, die eine Ausnahmeerscheinung war, ohne jeden Zweifel. Ja? Wirklich eine große. Die Gräfin war ja auch noch in anderer Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, denn als sie mit 60 Chefredakteurin wurde, war das für sie völlig selbstverständlich. Sie war ja von Haus aus Chefin, also konnte sie natürlich auch noch mit 60 Chefredakteurin werden. Nur um zu sagen, was die für eine Aura hatte, sie kriegt heute noch Post. Wir haben ein Postfach, also sie ist seit mehr als 10 Jahren tot, und wir haben aber heute noch ein Postfach Gräfin Dönhoff. Und da kommt Post aus der ganzen Welt. Und wer beantwortet die? Wir, liebevoll, indem wir darauf hinweisen, dass sich das ein bisschen geändert hat, also das, was dazwischen gekommen ist. Und dass sich die Grundlage bedanken uns aber natürlich für das Interesse hat. Und so weiter. Meine, die Frau war, die hat, im Grunde genommen war sie eine der 3 Schlüsselfiguren, die das geschafft haben, dass die Zeit ein liberales Medium geworden ist und nicht ein nationalkonservatives. Apropos Schlüsselfiguren, was für einen Führungsstil hast du denn bei der Zeit? Plauder doch mal so ein bisschen, du hast es ja vorhin schon so angedeutet. Also, mir ist ein Prinzip sehr wichtig, und das ist aber kein Prinzip, weil ich irgendwie ein besonders guter oder freundlicher Mensch bin. Ich glaube, dass du mit Freundlichkeit alleine und Güte auch nicht so wahnsinnig weit kommst in einer Redaktion, und ich bezweifle auch in anderen Redaktionen. Mir ist aber wahnsinnig wichtig, dass du eine angstfreie Arbeitsatmosphäre hast. Das, erstmal arbeite ich selber gerne, lieber in Organisationen, in denen keine Angst herrscht, aber es hat vor allen Dingen auch einen ganz praktischen Sinn. Ich bin angewiesen auf herausragende Ideen und Vorschläge. Wenn Leute Angst haben, dann gehen sie in ihren Vorschlägen auf Nummer sicher. Warum? Weil der Grat zwischen sehr gut und sehr peinlich schmal ist. Und bei mir sollen die Leute keine Angst haben, was sehr Peinliches vorzutragen. Weil das ist mir lieber als Nummer sicher. Nummer ordentliche Überschrift, ordentlicher Artikel, ordentliches Bild ist Valium für den Leser. Das will ich nicht. Und deshalb glaube ich, dass es schön ist, in Läden zu arbeiten, in denen sich die Leute wohlfühlen. So. Dann glaub, also auch da ist es irre schwer, so genau so wie wenn du mich fragst, bist du ein guter Journalist, den eigenen Führungsstil zu beschreiben, ist für mich nahezu unmöglich, ohne ein verlogener Sau hier heute Abend zu sein. Ich glaube, was mir relativ häufig vorgehalten wird, ist, da ist bestimmt auch was dran, sonst würde man, dass ich ein relativ strenger Chef bin. Da fällt es mir manchmal schwer zu unterscheiden von dem, was ich mir selber zumute, und dem, was man anderen zumuten kann. Mir sind Leute, die sich nicht reinhängen, bis heute unbegreiflich. Und dann haust du auf die Kacke. Also nicht in dem Sinne, dass ich die, aber es ist mir kulturell fremd. Ich finde, wenn man etwas, einen tollen Job hat und dafür brennt, dann also wissen Sie, ich habe angefangen, jetzt gehe ich zum Sie über, dann sehen Sie, siehst du, wie unangenehm mir das Thema ist. Als ich anfing bei der Zeit, gleich der erste Weihnachtsfeier, passierte das der Tsunami in Südostasien. Und da habe ich versucht, einen Reporter zu finden und habe erstmal keinen gefunden. Der eine hatte den Hund in Pflege, der zweite war erkältet, der dritte hatte eine aufwendige Familienfeier. Also wissen Sie, man braucht ja nicht wie beim Spiegel. Beim Spiegel kriegen die Reporter, die kriegen gar keinen Anruf, kannst du losfahren, die kriegen per SMS oder per Mail die Flugdaten. Das finde ich kurz nach Weihnachten und kurz vor Silvester vielleicht ein bisschen hart in der Kommunikation. Da würde ich sagen, gibt es vielleicht Mittelwege. Ja? Aber und da bin ich sehr sauer geworden und habe das auch so kommuniziert, und ich glaube, dass das die Botschaft auch angekommen ist. Das finde ich persönlich unanständig.
Wenn du sagst, du willst, dass deine Redaktion angstfrei arbeiten kann, wie steht es denn mit deiner eigenen Angst, wenn du in ein neues Blatt kommst? Also du bist zum Tagesspiegel gekommen und hattest sozusagen eine Entourage an Kollegen, die mit dir gekommen ist. Dieselben Kollegen sind dann mit dir zur Zeit gekommen. Das sind zweifellos Top-Journalisten. Ich habe zwei mitgenommen. Zwei, das war meine, nicht drei? Meine Entourage bestand aus zwei Christoph Leuten. Christoph Arment nicht? Christoph Arment und Stefan Leber, das war die Entourage. Beide. Und Bernd Ulrich? Der war schon mir unter meinem heftigen Protest abgeworben worden. Das hatte nichts mit mir zu tun. Stimmt, der war ein bisschen früher dann beim Tagesspiegel. Und ich habe versucht, mit aller Macht zu verhindern. Also diese beiden lieben Kollegen hatten mir versprochen, mir nach Kräften zu helfen. Dann haben die irgendwie so eine Hamburg-Allergie entwickelt, sodass ich die praktisch alle halbe Jahre mal gesehen habe in Hamburg. Ich war da jahrelang alleine und hatte etwas, womit ich mir zumindest den Zugang zum Fegefeuer verdient habe. Ich hatte nämlich jahrelang in den Konferenzen in Hamburg vier meiner Vorgänger sitzen. Sie müssen sich mal vorstellen, da wo Sie arbeiten, wenn vier Ihrer direkten Vorgänger noch jeden Tag Sie beglücken würden mit Ihrer Anwesenheit. Nun waren das super, also einer ist inzwischen nicht mehr da, aber die anderen auch super nette, verdienstvolle Menschen, aber sozusagen die direkte Konfrontation mit deinen Vorgängern ist wirklich schwierig, weil die natürlich phänotypisch auch die zurückhaltendsten, schüchternsten, bescheidensten Menschen von der Welt sind, an deren Gesicht du immer sehen kannst, dass du den tollsten Job der Welt machst. Das war eine harte Zeit. Ja, Punkt. Das klingt eher ein bisschen nach Vorhölle. Ihr habt ja beim Tagesspiegel, du bist ja noch, oder bist jetzt wieder Herausgeber beim Tagesspiegel, ihr habt ja jetzt eine neue Konstruktion mit Sebastian Turner. Wie läuft denn das? Gut, weil der eben kein Journalist ist und auch kein Verleger, wiewohl er beide Erfahrungen hat, weil er auch in ganz frühen Jahren schon Magazine gegründet hat. Und der konfrontiert uns mit Herangehensweisen, Methoden und Vorschlägen, die uns gut tun. Also ich meine, dass ein Branchenfremder reinkommt in eine Zeitung und sagt, lass uns doch die Agenda machen. Also eine Beilage an jeden Sitzungsdienstag des Bundestages, in dem diese Gruppe, die damit zu tun hat, sind in Berlin, wie du weißt, Zehntausende im weiteren Umfeld, und dann steht das Ding innerhalb von 6 Wochen. Und in der letzten Woche hat es zum ersten Mal Break-Even geschafft. Das finde ich eigentlich also nicht nur großartig, sondern müsste uns, die da täglich dran sitzen, eigentlich auch zu denken geben. Wie wichtig das ist, uns auch eben nicht immer in derselben Suppe zu kochen. Das ist ein Fehler, den wir nach wie vor machen. Wir beziehen uns in unserer Arbeit immer auf uns selbst. Ich weiß, dass das viele ärgert, wenn ich das sage, aber es ist eine Krankheit, die wir an uns haben. Und meine persönliche Erfahrung ist, alles, was bei der Zeit in den letzten Jahren erfolgreich gelaufen ist, ist entstanden gegen den Widerstand von Journalisten und oft unter Schmährufen und Häme. Ich liebe Journalisten und Journalismus, und trotzdem, wir machen keine Branchendienste. Und der Austausch mit anderen Menschen, die mit Journalismus nichts zu tun haben, ist enorm hilfreich. Ja, Sebastian Turner ist zweifellos einer der kreativsten Köpfe dieser Republik, das muss man mal feststellen. Ne? Aber ihr habt ja noch einen anderen Neuzugang, und zwar der neue Digitalchef der Tagesspiegelgruppe, Falco Osmann, kommt von Springer. Kommen jetzt Springer-Leute eigentlich sozusagen flächendeckend in alle Medien? Das weiß ich nicht, also ob das so flächendeckend ist. Erstmal stelle ich fest, dass einige Spiegelkollegen zum Springer kommen. Also das ist, so, war auffallend. So läuft es auch. War auffallender. Das ist ja das Verrückte, ja. Also der Spiegelmensch einzeln
oder der Spiegel, der Springermensch einzeln, das sind ja alles ganz reizende Zeitgenossen. Die Kollektive sind das Problem manchmal. Du hast ja eben schon ein bisschen auf unsere Branche geschimpft. Ich glaube, ich kann dir da an manchen Stellen, würde ich dich dabei sogar unterstützen. Wenn man sich nur einige ausgewählte Mediennachrichten nur des heutigen Tages anhört, dann heißt es da unter anderem, Matzak baut die Redaktion der Leipziger Volkszeitung um und streicht 36 von 126 Vollzeitstellen. Sternsprecherin Franziska Kipper dementiert, dass Gruner und Jahr auf Anraten von McKinsey über einen Sternverkauf nachgedacht habe. FAZ-Chef Thomas Lindner muss einen Sparkurs verkünden. Springers Bewegtbildchef Klaus Strunz beklagt, dass die Verlage den digitalen Wandel verschlafen haben. Stern-Chefredakteur Dominik Wichmann soll dem Vorstand von Gruner und Jahr bis zum Sommer Konzepte für eine Redaktion der Zukunft vorlegen. Im Endeffekt geht es um Stellenabbau. Also, ein kleiner Einblick. Ist das wahr? Alles, alles von heute über den Branchendienst. Du hast dich mehrfach öffentlich darüber aufgeregt, vorhin hast es auch erwähnt, dass wir selbst unsere Branche kaputt reden. Aber ich meine, haben wir nicht einen Grund zum Jammern? Diese Meldungen sind natürlich Ausweise großer Prosperität und Zukunftsglaubens, ohne jeden Zweifel. Davor haben wir aber jahrelang einen Akt der Selbstbeschädigung vorgeführt, der meines Erachtens in der Geschichte der Erwerbstätigkeit ziemlich einzigartig sein dürfte. Also wir haben Verleger und Geschäftsführer und manchmal auch Journalisten ihren zahlenden Kunden immer wieder erklärt, es ist ganz schön, dass wir dich noch haben, eine Menge Geld bezahlst für dein Abo. Also Handelsblatt-Abo kostet 500 Euro, nur also jetzt nicht, um zu sagen, da waren die Schlechtredner, sondern nur, was das kostet im Jahr. Aber das Zukunftsmedium ist eigentlich ein anderes und das kriegst du kostenlos. Also sag mal, was ist denn das, also jetzt um ganz krude zu werden, was ist denn das für eine Marketingstrategie? In welcher Branche wäre sowas denkbar? Wenn wir diese Einbrüche, die viele befürchten und einige auch erleben, in Print haben, dann wird es kein Gegenmittel geben, um das aufzufangen und dann wird der deutsche Journalismus, der zu den Besten der Welt gehört und auch zu den vielfältigsten, wird nicht nur Schaden nehmen, er wird einen Teil verlieren, der einfach weg ist. Und das ist der Kern der ganzen Auseinandersetzung digital versus Print. Mich interessiert einfach, wie schaffen wir es, gewisse journalistische Standards hochzuhalten, die finanzierbar bleiben. Aber du regst dich doch immer wieder auf, wenn Kollegen versuchen, die strukturellen Probleme der Branche oder die Probleme der Branche insgesamt immer nur auf die digitale Revolution zurückzuführen. Auch das kommt dazu, dass man sozusagen immer es schiebt auf online. Ja? Das finde ich, gibt einen Anteil, das, wo man einfach sagt, das stimmt, das ist online, den kannst du aber nicht beeinflussen. Was du aber auch nicht darfst, ist sozusagen dich freimachen von der Aufgabe, was habe ich denn falsch gemacht? Also wir haben ja bei der Zeit gute Jahre erlebt und da wird so oft gefragt, was macht ihr anders oder so, was habt ihr anders gemacht? Da kann ich nur ehrlich antworten, wir waren zur Jahrtausendwende waren wir eigentlich am Ende. Das war so. Wir hatten in einem Jahr 30 Millionen Schulden, das waren Miese, das waren Mark damals, aber trotzdem eine riesige Summe. Die Auflage fiel und der Zustand der Zeit war so, dass ich sie selber nicht mehr gelesen habe. Und jetzt sagt mir, ob daran das Digitale schuld war. Null. Und da haben wir sehr schmerzhaft und sehr radikal uns an die Arbeit machen müssen und gesehen, wie viel du durch Veränderung auch bewirken kannst und an wie viel Schrauben du drehen kannst. Du darfst nur deine Marke dann nicht verraten. Wenn du die beschädigst, ist es aus.
Aber verändern musst du das. Und einiges, was schief läuft, hat mit den Inhalten gar nichts zu tun. Es ist wirklich strukturell. Und einiges, finde ich, machen wir nach wie vor auch falsch. Und das wäre? Die Selbstbezogenheit ist mit Sicherheit ein Fehler. Wir verstehen immer noch nicht gut genug, uns zu trennen im Ansatz, was wir unterschiedlich machen. Und wir sind zu homogen in der Zusammensetzung von Redaktionen. Ja klar, es gibt in manchen Damit Bereichen... Damit meine ich jetzt nicht nur Frauen. Nein, aber. Migranten genauso, aber in bestimmten Bereichen natürlich auch Frauen und nee, auch die diese, Generationen. Weißt du, es ist auch, also um was politisch auch Inkorrektes da wieder mal zu sagen, es ist auch politisch zu homogen. Es sind oft zartfühlende grüne, rot-grüne Milieus, die dem Bioladen leben, also alles tolle Sachen. Aber du brauchst doch da auch Leute, die ganz anders denken, ganz andere Impulse reingehen. Ja? Sonst können wir doch nicht abbilden, was wir in den Gesellschaften erleben. Ja? Ich glaube jetzt um was Aktuelles, werde am Sonntag möglich 18 Uhr abgestraft. Ich glaube, wir werden einen ziemlichen Wahlerfolg erleben der AfD. Die Herangehensweise an diese AfD durch Medien und politische Konkurrenten ist falsch. Das sozusagen nur runterschreiben und in die rechte Ecke schieben, das wird die AfD nicht verhindern. Im Gegenteil. Und wenn du dann dir eine Sendung anschaust, wie gestern die von Anne Will zur Frage des Missbrauchs von Sozialleistungen. Anlass war, Frau Merkel hat angekündigt, das werden wir bestrafen, wir werden Einreiseverbote verhängen und alles Mögliche. So, eigentlich ein Ergebnis einer Kommission, das bis auf den Unionsvertreter alle anderen Parteien gesagt, nee. Also, das Einzelfälle, die es da, ich spitze ja zu, die es da geben mag, können doch nicht dazu führen, dass wir die Freizügigkeit einschränken. Statt dass sich da die Parteien hinstellen und sagen, natürlich ist sozialer Missbrauch etwas, was keine Gesellschaft gut finden kann. Warum auch? Warum? Und natürlich sind wir dagegen. Das würde einer populistischen Bewegung Wind aus den Segeln geben. Und nicht diese permanente Neigung, Probleme entweder kleinzureden oder sie gar nicht zu erwähnen oder gewisse Organisationen, Parteien und Strukturen nur unter einer bestimmten Perspektive zu sehen. Das ist grundfalsch und das sage ich, weil ich mit allem, was ich erlebt habe, das Gegenteil verkörpern möchte. Ich will eine offene Gesellschaft, ich finde das alles toll, aber nicht um den Preis, dass wir diese Scheuklappen anlegen. Aber was... Aber was passiert, wenn uns umgekehrt der Vorwurf gemacht wird, wir schreiben bestimmte Gruppierungen wie zum Beispiel die AfD hoch? Ich meine, es ist ja niemand hingegangen und hat gesagt, wir berichten nicht über die. Ja, aber weißt du, dieser Lucke zum Beispiel, ja, den kann man ja merkwürdig finden. Also den kann man auch autoritär finden, das ist ja alles geschenkt. Nur, weißt du, wie die politische Karriere von dem losging? Sag's. Der hat mit anderen Dozenten und Professoren einen, als die Euro-Rettung losging, einen Aufruf formuliert, den er zunächst einmal an die CDU geschrieben hat. Das war seine Heimat. Und gegen den Euro. Da hat er keine Antwort bekommen. Da sage ich, da kann die CDU sagen, okay, die SPD hat links verloren, 10%, 9% an die Linke, sie hat lange davor schon 10% verloren an die Grüne, vielleicht blüht das jetzt der CDU auch, die sollen auch ihre 10% verlieren. Aber erst einmal würde ich sagen, die Parteien müssen versuchen, ihren Laden zusammenzuhalten. Ich halte die furchtbar altmodische Idee der Volkspartei zunächst einmal etwas Gutes, weil die Volkspartei muss Rücksicht nehmen. Und ich halte wenig davon zu sagen, das sind Spinner oder das sind alles Rechte, so werden wir der AfD nicht beikommen. Willst du ihr denn beikommen?
Oder sagst du, das ist eine, also das als ist, jemand, die gehört der nicht, ganz selbstverständlich ins politische Spektrum und deswegen sollen sie auch nicht. Also ich finde es erstmal kein, also natürlich ist eine Partei, die nicht verfassungsfeindlich, die nicht extremistisch ist, die nicht xenophob ist, erstmal etwas, was natürlich eine Legitimität hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, und das, dass man eine neue politische Kraft mit Argumenten bekämpft, dass man sich dem stellt. Ich glaube nicht an das Prinzip, Nichtbeachtung hält die Kleinen. Daran glaube ich nicht. Da gebe ich dir völlig recht, aber ich teile nicht ganz deine Beobachtung, dass die Medien insgesamt die AfD runtergeschrieben haben. Ich habe sehr viel stärker in Erinnerung, dass da sehr viel Analyse, auch sehr viel Recherche. Nicht alle. Man hat sich die einzelnen Leute angeguckt. Stimmt, aber die CDU hat das versucht, also nicht das Tod zu schweigen. Mhm. Und das wird ihr nicht nützen. Wir werden das am Sonntag erleben. Sonst bin ich der Erste, der sagt, ich habe das falsch eingeschätzt. Ich glaube sowieso, das Thema der nächsten Woche wird sein, wie stark die populistischen, zum Teil auch extremistischen Bewegungen in den einzelnen Ländern sind. Wir haben in Italien einen Beppe Grillo, der in den Umfragen bei 30% sind. Ja. Der will raus aus dem Euro, der will raus aus Europa. Der glaubt, dass wenn man die Lira wieder einführt, dass es dann Italien besser gibt. Hat man schon mal so eine Nummer gehört? Wir haben es in Großbritannien, wir haben es in den Niederlanden. Ja. Ich gebe dir ja völlig recht. Und wir werden spätestens ab Sonntag wieder die Debatte haben, auf welche Art und Weise können wir darüber berichten. Ja. Ohne sie hochzuschreiben, aber gleichzeitig trotzdem unseren Job zu machen. Lass uns nochmal auf dein Blatt zurückkommen. Du hast ja, es wurde ja deutlich, oder es wird eigentlich durch deine ganze Arbeit, durch deine ganze Biografie deutlich, dass du an Print glaubst nach wie vor. Ich übrigens auch. Ich finde dieses Runterreden wirklich mehr als fahrlässig. Und du hast sogar einen neuen Lokalteil bei dir in Hamburg gemacht. Hm. In welche Leerstelle glaubtest du denn da vorstoßen zu können? Naja, also ich habe nicht dran oder glaube auch heute nicht dran, dass es uns gelingt, die Leser des Hamburger Abendblattes abzuwerben. Da haben wir auch sehr genau untersucht, also es gibt, die meisten, die hier sitzen, kennen das, es gibt diese sogenannten Fokusgruppen, kennst du wahrscheinlich auch. Man steht da hinter so einer Scheibe und so ist, dass die Probanden dich nicht sehen können. Und dann sitzt da eine therapeutisch begabte Marktforscherin und fragt, so ein Ding haben wir gemacht mit Lesern des Abendblattes. Da war mir klar, die werden wir nicht holen. Also da gab es zum Beispiel, hat die versucht, und die sanft in Richtung Zeit zu manipulieren, nach dem Motto, würde sie nicht auch interessieren, eine politische Auseinandersetzung, die tiefgreifend ist und so. Da sagte eine, die aber, also die wirkte überhaupt nicht so, dass du denkst, die hat ein Problem, die ist irgendwo gerade freigekommen, sagte, ja, also wenn in Deutschland Krieg wäre, würde sie gerne den politischen Teil lesen. Da habe ich gewusst, also die können wir nicht zufriedenstellen. Ja? Und, weil kurz die politischen Verhältnisse... Und dann gab es ganz viele, die gesagt haben, nein, sie hängen wirklich daran, dass sie wirklich jeden Tag wissen wollen, wo die Staumeldung war, wo es schwierig war. Aber ihr habt den Lokalteil trotzdem gemacht. Und das muss ich auch noch was sagen, weil es auch ein Konkurrent ist, da sitzt ein Chefredakteur, der einen sehr guten Job macht, der Lars Heider. Aber ich habe es an mir selbst erlebt. Ich habe neben den vielen Sachen, die ich lese, jeden Tag, jeden Morgen, mir ist die Tageszeitung dann aus Hamburg jeden Tag einfach zu viel. Und davon kenne ich eine ganze Reihe von Menschen, die schon 10, 15 Jahre in Hamburg leben, sich niemals erdreisten würden zu sagen, ich bin ein Hamburger, weil du bist ein Dahergelaufener nach 10 Jahren. Aber ich will trotzdem wissen, was in dieser Stadt wichtig ist. Da sehe ich unsere Lücke. Und wir haben sowas noch nie gemacht. Also das ist ein Projekt, an dem wir jetzt ständig weiterarbeiten werden. Aber die Anfänge jetzt nach 6 Wochen sind ermutigend. Und macht's Spaß? Also ja, riesig. Also alles Neue, was man machen darf, ist auch Freude. Und nicht, um auf deine einführenden Fragen reinzukommen, in erster Linie leiden. Wenn man sich unsere Branche im Moment so anguckt, die Debatten um Print, Online, um die Zukunft, da hat ja ein Bericht
der vor einer Woche veröffentlicht worden ist von der New York Times, und zwar der sogenannte Innovationsbericht der New York Times, ziemlich viel Wirbel verursacht. Und zwar ein Bericht, wo die New York Times genau untersucht hat, wo sind eigentlich unsere Schwachstellen im Digitalen. Und da wurde es deutlich, dass die New York Times, die eigentlich für uns ja immer so ein Vorzeigemedium ist, was das Digitale angeht, dass die New York Times nicht nur systemische, sondern auch massive strukturelle Probleme hat und sie auch nicht so richtig überwinden kann. Und da wird unter anderem eben mangelnde digitale Kompetenz beklagt in den Redaktionen, mangelhafte digitale Angebote, dass verschiedene Abteilungen gegeneinander arbeiten, zum Beispiel auch die kaufmännische und die redaktionelle, da werde ich allerdings dann hellhörig, dass es eine mangelnde Wertschätzung gibt der Kollegen, die online arbeiten, fehlende Online-Strategien und so weiter, kommt dir eigentlich vieles davon aus diesem Bericht irgendwie bekannt vor? Ja, natürlich, wobei das ist, glaube ich, ein sehr tauglicher Bericht, um die Realität in vielen Tageszeitungen, Redaktionen zu diskutieren. Für eine Wochenzeitung ist es nochmal anders. Also zum Beispiel diesen Tipp, den die geben, das ist einer der zentralen Punkte, überprüfe die Wirksamkeit deines Stückes im Trial and Error mit den Lesern. Also finden Sie diese Zeile ansprechend, finden Sie diesen Text ansprechend, finden Sie dieses Lied ansprechend. Das ist für eine Wochenzeitung schwieriger zu machen als für eine Tageszeitung. Und es darf auch nicht dazu führen, dass du nur noch Quotenjournalismus, da sind wir wieder im Reader-Scan-Prinzip, da liegt auch eine große Gefahr. Aber im Prinzip ist es genau das, was ich eingangs meinte, schau dir die Leute an, für die du arbeitest und die du gewinnen willst. Du kannst nicht an ihren Lebensverhältnissen vorbei auf Dauer Blatt machen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Egal ob Print oder Online. Weil es nicht, was die Haltung, ich bete mein Medium an, die werden mir das schon vorgeben, ja? Das funktioniert nicht mehr. Es funktioniert übrigens nirgendwo mehr. Es funktioniert auch nicht mehr der Zeitungsbrüller, also der Chefredakteur, früher nannten wir die Schreibmaschinenwerfer. Die funktionieren nicht mehr. Also alle Leute, die wir verehren von früher, wenn die heute Redaktionen führen würden, da gäbe es Massenaufläufe, Protestaufläufe. Ich habe ja vorhin kurz Klaus Strunz zitiert, der sagte, die Verlage haben die digitalen Innovationen verschlafen. Das ist ja schließlich nichts Neues. Darüber redet die Branche auch schon seit Jahren. Schließt du dich dieser Kritik eigentlich voll und ganz an? Und jenseits des Sündenfalls, dass sie nämlich irgendwann mal glaubten, sie könnten Qualitätsjournalismus im Netz umsonst anbieten, was müssen die Verlage hier und jetzt und hier und heute tun, um nicht noch weiter zu schlafen, wenn denn diese Kritik stimmt? Ich finde, dass sie partiell stimmt, aber nicht ganz. Also erstmal muss man sagen, der Spiegel hat sie nicht verschlafen. In die Jahrtausendwende, als die große Krise kam und die Online-Redaktion dann wieder zurückgefahren wurde, hat der Spiegel das durchgehalten mit dem Erfolg, dass es heute Spiegel Online gibt, mit dem Erfolg, den wir alle kennen. Auch Zeit Online hat gerade so im letzten Moment die Kurve gekriegt und erfreut sich großer Zuwächse und inzwischen auch einer großen Reichweite, die größer ist als die von Zeit Print, und die ist schon ziemlich gut. Also, außerdem wird in den Verlagen heute alles probiert, was nur geht. Vielleicht sind sie zu spät draufgesprungen. Vielleicht gibt es aber einen unauflösbaren Widerspruch. Da können wir noch so lange probieren. Also ich sage das einfach mal. Welchen? Der unauflösbare Widerspruch. Wie kann es sein, dass das Zukunftsmedium von dem angeblich aussterbenden Medium querfinanziert wird? Wie kann das sein? Also wo ist da die Relation? Aber vielleicht, die Idee vielleicht ist doch genau, dass sich das irgendwann umkehrt. Ich weiß. Also wir befinden uns immer noch in dem Bereich des Glauben. Es ist wie... Glaubst du an die Dreifaltigkeit? Ja oder nein? Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir irgendwann mal Modelle finden, die das perfekt ersetzen. Vielleicht werden wir dieses kollektive Einsammeln von Geldern, wir wollen diese Art von On-Demand, von Blattern haben. Vielleicht wird es große Wohltäter geben, die sagen, das gibt es ja jetzt schon, du kriegst so und so viel Geld und dann kannst du machen, was du willst.
Aber noch ist die Frage ungelöst, wie monetarisieren wir das Digitale? Hier gibt es nur Versuche und keinen Weg, den man jetzt jemanden ohne Bedenken empfehlen kann. Deshalb sage ich, lass uns die großen Schätze, die wir haben, hegen und pflegen. Wir haben davon nicht nur eine kulturelle und politische Leistung bekommen, sondern wir haben auch gutes Geld damit gemacht. Es war ein gutes Geschäftsmodell. Ich meine, wir haben ja nicht nur das Problem, wie wir Qualitätsjournalismus in Zukunft im Print finanzieren. Wir haben ja auch das Problem, dass Qualitätsjournalismus im Netz grundsätzlich etwas anderes zu bedeuten scheint als im Print. Also im Print gab's wahnsinnige Debatten darüber, über Trennung von Werbung und redaktionellen Anteilen. Im Print wird, im Online wird darüber diskutiert, ob nicht eine Plattform wie BuzzFeed, die virales Marketing betreibt, also ganz selbstverständlich werbliche Inhalte und Nein, es ist niemand gestorben, nur wir sollen aufhören zu plaudern in den nächsten 5 Minuten. Tun wir. Wir haben schon überzogen. Aber das möchte ich trotzdem noch gerne wissen. Also da verschwimmen doch die Grenzen. Wie kriegen wir das denn hin? Es gibt Kollegen, die stellen sich hin und sagen, selbstverständlich ist BuzzFeed eine journalistische Plattform. Ist das deine Meinung? Auch da, mich stört immer an diesem Konflikt Digitale versus Print, stört mich immer dann, wenn mit einem Medium eine gewisse Heilserwartung verbunden wird. Das liegt auch an meiner wirklich tief sitzenden Allergie gegen Ideologie. Es hat in der Verklärung des einen wie des anderen Mediums was Ideologisches gegeben. Ich finde, man muss sich die Modelle einzeln anschauen, man muss sich die Plattformen einzeln anschauen und man muss sich anschauen, womit können wir Informationsfreiheit und einen Journalismus, der geschützt wird durch das Grundgesetz, wie jeder weiß, in Zukunft rüber retten. Ich weiß aus der Entwicklung in Italien, was es bedeutet, wenn es diese Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien nicht mehr gibt. Da fährst du dann... Berlusconi, du mal Assistent werden wolltest. Nicht werden wollte, sondern ich hatte ein Angebot, das ich nicht angenommen habe, Bascha. Da kommen selbst ich in Versuchung, bei Übertritt der deutschen Grenze den Boden küssen zu wollen. So toll sind hier die Verhältnisse. Und ich kann nur, vielleicht auch aus der Erfahrung, dass ich weiß, wie es in anderen Ländern, vielleicht weil ich auch erst in dieses Land gekommen bin, als ich schon ein bisschen älter war, sagen, wir haben manchmal den Blick verloren für die Dinge, die in diesem Land auch toll sind. Unser Beruf ist es, über das zu schreiben, was nicht so toll ist. Das finde ich auch richtig. Das ist auch ein Teil unserer Berufung. Aber so ein Minimum an Wertschätzung für die fantastischen Dinge, die hier möglich geworden sind, die wir zum Teil geschenkt bekommen haben, nach dem Furchtbarsten, was man sich auf Erden vorstellen kann, was dieses Land vor 70 Jahren noch war, da kann ich nur sagen, freut uns, lass uns hin und wieder an den Dingen freuen, die hier wirklich gut sind. Es gibt sie. Du, das war... Das war schon fast das optimale Schlusswort. Ergänz mir doch nur noch den einen Satz zum Ende. Ich bin unschuldig, wirklich. Ich wünsche mir und dem Journalismus für die Zukunft... Chuzpe. Super. Meine Damen und Herren, Giovanni Di Lorenzo.